Was taugt F1 2021? Vorab konnte ich das Rennspiel bereits ausführlich auf der PS5 testen. Und hier kommen alle Infos zum Story-Modus, zu MyTeam, zur Karriere und zur Technik. So gut ist das F1 Next-Gen-Rennspiel wirklich. Hier seht ihr übrigens gleich PS5 Gameplay direkt von der belgischen Strecke in Spa, und zwar gleich mal im Regen, damit ihr gleich mal ein bisschen was zu gucken habt, wie optisch eben F1 2021 herüberkommt. Und letztlich kennt man vieles schon aus dem Vorjahr, was allerdings diesmal eben neu ist, dass speziell es jetzt auch Next-Gen-Versionen gibt von F1. Speziell eben PS5 bzw. die Xbox Series Geräte. Und die sind, ich sag mal, technisch marginal besser. Dazu komme ich nachher noch zu sprechen, zum Thema Technik. Aber vorher möchte ich euch erstmal so ein bisschen was erzählen zum Thema Umfang und im Speziellen erstmal zum Thema Strecken. Den Story-Modus habe ich ja euch letztens erst schon in einem Video gezeigt, aber was noch ein bisschen für offene Fragen gesorgt hat, für mich zumindest, war das Thema Streckenauswahl. Denn es ist ja so, dass die echte Formel 1-Saison relativ, ich sag mal, dynamisch ist in Sachen Austragungsorte, weil da fallen immer wieder Austragungsorte weg und welche kommen dazu. Und eigentlich wollte ich euch auch extra eine neue Strecke zeigen aus F1 2021, kann das aber nicht, weil neue Strecken erst per Update kommen. Aktuell sind 21 Kurse enthalten, und zwar das sind Kurse, die man schon vom Vorjahr kennt. Und da sind auch Strecken dabei wie China, Singapur und Australien. Und das sind aber Strecken, wo die echte Formel 1 dieses Jahr gar nicht antritt. Außerdem, es sind zwar, sagen wir mal, so Strecken wie Abu Dhabi dabei, allerdings die wird scheinbar noch umgebaut in echt. Allerdings im Spiel fahrt ihr natürlich immer noch auf der bisherigen Variante. Dann der Grand Prix von Istanbul ist ja auch jetzt in den Rennkalender reingerutscht, der wird aber nicht im Spiel drin sein. Außerdem, was ich zumindest nicht gesehen habe, das sind Kurzvarianten. Das gab es auch im Vorjahr ja schon, dass es eben von den realen Rennstrecken, wie zum Beispiel in Silverstone, gibt es dann eben kürzere Varianten. Aber davon habe ich auch noch keine gesehen. Was aber kommt? Jetzt kommt's. Also, wir haben jetzt diese 21 Strecken und es kommen 3 neue Strecken noch dazu. Die kommen eigentlich erst per kostenlosen Patch. Und die 3 Kurse, das sind die Kurse in Portugal, nämlich Portimao, dann Imola in Italien und die komplett neue Strecke in Jeddah in Saudi-Arabien. Das wird ein Stadtkurs. Ich glaube, das wird wirklich ein spannendes Ding. Wie gesagt, zum Start gibt es diese 3 Kurse noch nicht, die werden eben nachgereicht kostenlos. Ich habe zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch keine Information, wann das kommen wird. Es ist mal wieder so ein bisschen durcheinander mit den Strecken, aber das war es im Vorjahr ja noch viel mehr. Natürlich auch pandemiebedingt, logisch, vor allen Dingen letztes Jahr ging ja alles durcheinander. Da hatten wir beispielsweise im Spiel auch die Strecke von Vietnam drin, die Stadtstrecke, und die ist in der echten Formel 1 weder letztes Jahr noch dieses Jahr befahren worden. Aber was soll's, ihr könnt auf jeden Fall so oder so einfach eine schöne Saison oder eine Meisterschaft oder Karriere oder Teamkarriere wiederum fahren, genau schon wie im Vorgänger. Aber vorher erstmal noch ein bisschen was zur Fahrphysik. Fangen wir damit mal an, würde ich sagen. Es gibt wieder unglaublich viele Fahrmodi, wo ihr eben genau einstellen könnt, ja, was ihr könnt. Oder wie sehr euch das Spiel unterstützen soll beim Lenken und beim Fahren. Also es gibt zum einen die Fahrmodi Gelegenheitsfahrer wieder, Standard und Experte. Experte ist neu dabei. Gelegenheitsfahrer ist das für wirklich blutige Anfänger, die eigentlich noch nie in F1 gespielt haben und die auch einfach nur ein bisschen Gas geben wollen. Standard, das kennt man ja schon bisher, das ist für die routinierten Fahrer. Und Experte, da schalten sich noch ein paar zusätzliche Optionen frei. Bei der Experte könnt ihr auch noch die Ausfälle genauer einstellen, also Mechanikausfälle, ihr könnt auch in der Karriere eure Einnahmen, die Höhe der Einnahmen einstellen und die Ressourcenpunkte und wie gut quasi Konkurrenzteams wirklich genau unterwegs sind. Zum Fahren selbst, ich fahre das Ganze auf einem Fanatec Podium F1 Wheel. Das wirklich, muss ich sagen, behaupte ich mal, ist somit die erste Wahl ist für ein Sim-Racing-Game wie das hier.
Und es macht richtig, richtig Bock, damit zu fahren. Vor allen Dingen, weil natürlich vor allen Dingen das Fanatec das entsprechend korrekte Lenkrad ja auch hat. Ein passendes F1-Lenkrad. Und da kommt halt genau das die richtige Stimmung auf. F1 unterstützt allerdings auch alle anderen gängigen Lenkräder. Also von Logitech und von Thrustmaster. Das auch schon wie in den Vorjahren. Also jedes gängige Lenkrad wird im Grunde unterstützt. Und es gibt auch das passende Force-Feedback natürlich. Also gerade mit Lenkrad macht es richtig Bock, weil ihr eben genau spürt, wo sind die Curbs, wo ist die Streckenbegrenzung. Ihr merkt genau auch, wenn die Vorderräder rutschen und könnt richtig, richtig gut in die Kurven auch reinbremsen. Das geht meines Erachtens auch besser als im Vorjahr, weil im Vorjahr war es einfach so, dass die Wagen oft untersteuert haben. Jetzt ist es so, dass man eigentlich noch weiter bremsen kann, immer weiter, und letztlich den Wagen besser in die Kurven reinzwingen kann. Man muss natürlich trotzdem aufpassen, ja, also wenn man zu viel riskiert, ist es ganz schnell, dass man einfach abfliegt, beziehungsweise einfach ja, rausrutscht. Und das kostet natürlich wertvolle Zehntel oder sogar Sekunden. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, man hat mehr Grip als im Vorjahr mit den Wagen, kann ein bisschen mehr riskieren tendenziell. Und auch beim Überholen kann man da ein bisschen besser reingrätschen. Das liegt auch daran natürlich, dass die KI, die Computerfahrer, ein bisschen besser rücksichtsvoll sind, also ein bisschen besser vorausschauender sind. Natürlich nicht immer, sie sind nämlich, ja, sagen wir es mal so, also wenn ihr nicht aufpasst, dann habt ihr da ganz schnell irgendwie den nächsten KI-Kollegen im Heck drin. Das heißt, ihr müsst selber ein bisschen umsichtig fahren, aber letztlich, wenn ihr irgendwo beispielsweise auch eine Kurve reingrätscht, dann merken die das und geben euch gerade so genug Platz. Jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Spielmodi an. Wir fangen gleich mal an, wie ich finde, beim wichtigsten Modus, nämlich My Team. Das ist ein Modus, den gibt es genauso wie im Vorjahr. Hier geht es darum, dass ihr euer eigenes Rennteam aufstellt und damit auch als erster Fahrer fahrt. Ihr habt mit eurem eigenen Rennteam natürlich bestimmten Zeitplan. Das heißt, ihr habt einen Rennkalender, wo ihr auch bestimmte Tätigkeiten ausführen könnt. Eben auch, um zum einen die Fahrer voranzubringen, aber auch die verschiedenen Entwicklungsabteilungen. Dann habt ihr natürlich auch die verschiedenen Rennen, die ihr mit im Rennkalender aufführt. Und ich fülle jetzt hier beispielsweise gerade mal meinen Terminplan auf. Und zeige euch einfach als auch die ganzen Menüs. Wir haben verschiedene Einrichtungen, und zwar 6 Abteilungen gibt es insgesamt. Das geht eben von der Aerodynamik über Chassis, Personal, Triebwerk und so weiter. Und ihr könnt auch bei jeder Abteilung natürlich euch einklinken und deren Entwicklung kurzzeitig mal pushen mit einer Geldspritze. Dann kommen wir aber zu einer großen Änderung bei Forschung und Entwicklung. Da gibt es immer noch 4 Bereiche, wo ihr eure Teile ausbauen könnt. Allerdings gibt es keinen Technikbaum mehr, sondern es gibt jetzt lineare Upgrades. Das heißt, nacheinander könnt ihr eure Teile hier verbessern, eben in 4 Bereichen, Aerodynamik, Chassis und so weiter. Und da ist es eben, dass ihr nacheinander die Upgrades, die bauen aufeinander auf, nacheinander entwickeln könnt und nicht mehr frei, wie ihr es vorher eben in diesem Technikbaum habt machen können. Das ist ein bisschen ungewohnt, ich weiß nicht, ob das jetzt hier besser ist. Das ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen vereinfachter, das ganze System. Dann schauen wir noch weiter. Damit Geld reinkommt, könnt ihr natürlich zum einen einen Hauptsponsor, einen Vertrag eingehen, und ihr könnt auch zusätzliche Sponsoren, Sekundärsponsoren unter Vertrag nehmen, damit eben überhaupt die Kohle auch reinkommt. Das ist super wichtig. Und jetzt kommt noch was Entscheidendes oder was Interessantes. Es gibt einen Fahrermarkt, genauso wie im Vorjahr schon, wo ihr euren Zweitfahrer engagieren könnt, weil ihr fahrt ja selber als erster Fahrer in eurem Team und dann braucht ihr noch einen zweiten Fahrer, einen Teamkollegen. Und den könnt ihr jetzt eben auf dem Fahrermarkt euch holen. Und da ist jetzt das Interessante, dass es Rennfahrerlegenden gibt. Allerdings nur in der Deluxe Edition. Wenn ihr die Deluxe Edition euch holt, gibt es sehr verschiedene Legenden wie Michael Schumacher, Ayrton Senna oder Alain Prost, die ihr auch dann engagieren könnt als Zweitfahrer. Das ist natürlich eine nette Sache. Und hier ist auch zum ersten Mal dieses Jahr, dass Fahrer, die ihr engagiert, auch eine bestimmte Punktewertung haben, die sich eben entsprechend unterscheiden. Das heißt, die haben bestimmte Erfahrungswerte und auch bestimmte Skills. Ganz, ganz ähnlich wie bei Ultimate Team in FIFA. So kommt mir das vor. Und gleich mal, damit ihr es wisst, es gibt 4 Fahrer mit der höchsten Wertung. Das ist 94. Hamilton, Verstappen, Schumacher und Senna haben alle eine 94er Wertung. Das sind so die besten Fahrer.
zumindest laut F1 2021. Dann muss ich noch ein paar Worte verlieren, während wir hier in Bahrain ein wenig ein paar Runden drehen, über die Rennwochenenden selbst. Die haben sich jetzt, ich sag mal, wenig geändert, weil was soll man da schon ändern? Letztlich, ihr habt 3 Trainings-Sessions, dann habt ihr ein Qualifying und ihr habt dann natürlich auch das eigentliche Rennen. Und die Rennen könnt ihr sowieso frei einstellen in ihrer Länge. Ihr könnt nur fünf Runden fahren, ihr könnt aber auch die komplette Rennlänge machen, wenn ihr Bock drauf habt. Und ihr könnt auch bei der Karriere, also bei My Team beispielsweise, auch verkürzte Saisons machen. Also ihr müsst nicht die komplette Saison mit über 20 Rennen fahren, sondern ihr könnt auch sagen, hey, ich will nur 16 Rennen oder nur 10 Rennen für eine komplette Saison, dann habe ich das. Dasselbe gilt übrigens auch für die Karriere. Also ihr könnt... Ihr müsst nicht zwingend im Teammodus antreten, im MyTeam, um ein eigenes Rennteam zu haben, sondern ihr könnt auch selber einfach als Fahrer antreten, so wie es eigentlich in früheren Jahren auch schon war. Das heißt, ihr leitet eben kein Team, sondern ihr seid einfach der Fahrer, der auch nötigenfalls die Teams wechselt, wenn ein gegnerisches Team beispielsweise eben besser ist oder ihr einen Vertrag bei denen bekommt. Das ist auch genauso schön gemacht wie vorher. Das Ganze gibt es dann auch für 2 Spieler übrigens. Also Karrieremodus könnt ihr auch zu zweit machen, auch mit wechselnden Fahrerverträgen. Und da könnt ihr auch entweder zusammen im Team oder eben gegeneinander dann fahren. Jetzt aber zu den Rennwochenenden. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, Leute. Also, die Rennwochenende. Also zunächst mal habt ihr Trainingssessions, wo ihr euch erstmal das Ganze eben trainieren könnt oder wo ihr eben gleich Aufgaben erfüllen könnt. Das ist auch wie in den Vorjahren. Ihr habt da 3 Bereiche, wo ihr bestimmte Ziele erreichen sollt im Bereich Strategie, Benzinmanagement und Streckenakklimatisierung. Das heißt eben, wo ihr entweder Tore durchfahrt oder wo ihr Benzinsparen fahren sollt oder wo ihr bestimmte Rundenzeiten einfach erreichen sollt. Das motiviert natürlich, dass ihr die ansonsten relativ, ich sag mal, langweiligen Trainingssessions da absolviert. Es gibt diesmal auch noch Bonusziele, die ihr zusätzlich erreichen könnt. Das motiviert jetzt dieses Jahr noch ein bisschen mehr. Und das Gute ist beim Training, ihr lernt die Strecken sehr gut kennen. Danach gibt es das Qualifying, wie erwähnt, entweder in der normalen Form mit dem normalen Ausscheidungsformat mit den 3 verschiedenen Sessions oder es gibt ein Blitz-Qualifying, wo ihr einfach nur eine Runde fahrt und die zählt dann einfach für eure Position im Rennen. Und dann, wie erwähnt, das Rennen in verschiedenen Längen, da könnt ihr euch alles genau einstellen. Auch natürlich die Fahrer-KI und Stärke könnt ihr da auch genau justieren. Jetzt sprechen wir mal noch ein bisschen über den neuen Story-Modus. Das ist ja eigentlich die wirklich große Neuheit in F1 2021, der Story-Modus namens Breaking Point. Und der ist separat von den anderen Spielmodi, die ich euch gerade erwähnt habe. Ihr schlüpft in die Rolle von einem ehemaligen F2-Fahrer namens Aiden Jackson, der sich jetzt im F1-Zirkus eben beweisen will. Und für diesen Modus habt ihr 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade zur Wahl und 5 verschiedene Teams. Und bei diesem Modus müsst ihr eben verschiedene Szenarien bewältigen. Das habe ich schon mal in einem eigenen Video gezeigt, speziell zum Story-Modus, was euch da erwartet. Und das sieht im Grunde so aus, dass ihr quasi einfach auf die Strecke geworfen werdet, wo es dann heißt, okay, ihr seid die und die Position, bitte erreiche so oder so eine Position bis Runde so und so. Das ist im Grunde, ja, im Grunde Challenges, Herausforderungen, die eingehalten werden müssen. Und wenn ihr das schafft, dann kommt die nächste Zwischensequenz und die Story geht weiter. Mit so viel Hingabe wirst du uns hoffentlich einen Haufen Punkte holen, hm? Ja, ich versuch's. Ach, ich wollte dir noch was ausrichten. Ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Ich habe eine Nachricht bekommen von Mattia Binotto. Dein Name ist gefallen. Oh. Sie sehen sich wohl um für die nächste Saison. Du wirst beobachtet. Okay, kein Druck also. Also, was stimmt denn mit dem Wagen nicht? Wir verlieren Leistung auf den Geraden. Ist aber kein großes Problem. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Rein theoretisch. Hätten wir genug Zeit, um den Typ-2-Motor einzubauen? Für das Rennen? Ja, Boss. Und bei Kasper gibt's keine Probleme? Nein. Na dann... Machen wir's. Bau Aiden den Typ 2 ein, ja? Ja, das würde helfen. Aber bist du sicher? Na klar. Etwas mehr Power ist gut. Etwas mehr. Und hey, alles für unseren Starpiloten. Kasper, wie geht's dir heute? Fühlst du dich fit für das Rennen?
Es ist so, dass ihr eben keine kompletten Rennen macht, sondern eben nur vorgegebene Rundenzahlen. Von Anfang an gibt es hier Konflikte. Nicht auf der Strecke, weil da fahrt ihr einfach, ich sage jetzt mal, euren normalen Stiefel. Sondern eher eben in den Zwischensequenzen. Da gibt es eben zum einen euren Teamkollegen, der sich jetzt auch nicht, mit dem ihr euch jetzt zumindest euch anfangs nicht gut versteht. Es gibt einen Rivalen von einem anderen Team namens Devin Butler, der euch auch irgendwo Steine in den Weg legt und bei dem es auch darum geht, dass ihr den manchmal einholt. Aber letzten Endes finde ich vor allen Dingen die Zwischensequenzen eher kindisch, ganz ehrlich. Das sind so ein bisschen Kindergartenstreitereien, die hier inszeniert werden. Und ich finde das ein bisschen deplatziert. Vor allen Dingen in so einem professionellen Sport wie Formel 1 ist das irgendwie nicht ganz so passend. Nichtsdestotrotz, es ist ein netter Modus. Ich sag mal nett, weil so spielentscheidend ist er definitiv nicht. Also man kann da gerne reingucken, aber das ist definitiv für mich jetzt persönlich kein Kaufgrund für F1. Der Kaufgrund für F1 ist eher My Team und natürlich die aktuellen Saisondaten und so weiter. So, jetzt geht's nochmal zum Thema Technik, wie anfangs schon erwähnt. Ich habe das Ganze jetzt hauptsächlich auf der PlayStation 5 gespielt, wo das ganze Spiel mit 4K-Auflösung bei 60 FPS läuft. Sehr, sehr stabil. Es gibt zwei Grafikmodi, einmal Qualität und einmal Performance. Und ihr könnt einerseits Qualität wählen, das ist eben die erwähnten 4K bei 60 FPS, das ist das, was ihr die ganze Zeit schon seht. Oder ihr könnt Performance wählen, da habt ihr dann eine Auflösung von 1440p bei, Achtung, 120 FPS. Noch als Tipp, wenn ihr auf 120 Hertz stellt, braucht ihr natürlich einen entsprechenden Monitor oder Fernseher. Und ihr solltet unbedingt die Bewegungsunschärfe in den Grafikoptionen abschalten, weil sonst macht das wenig Sinn. Auf Konsole ist es außerdem so, dass ihr im Spiel kein Raytracing habt. Das wurde zwar angekündigt, aber Raytracing-Optionen finden sich nur auf dem PC, wo ihr das zuschalten könnt. Da sind allerdings die Systemanforderungen sehr, sehr hoch. Raytracing findet auf Konsole, ich glaube, nur bei den Replays und im Fotomodus. Aber ganz ehrlich, ich persönlich brauche jetzt kein Raytracing unbedingt bei einem Rennspiel, wo man eben 300 km/h fährt. Da sehe ich jetzt nicht, ob die Spiegelung exakt ist. Das Einzige ist, man sieht vielleicht auf dem eigenen Lack, dass vielleicht die Spiegelungen nicht ganz exakt sind. Aber wie gesagt, beim Fahren merke ich es nicht. Vor allen Dingen auch deswegen, weil dieses Jahr gibt es eine relativ oder doch ziemlich realistische Lichtgebung. Also man hat volumetrisches Licht, das merkt man vor allen Dingen bei Nachtrennen, das ist sehr, sehr schön gelungen. In der Zwischenzeit, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, in der Zwischenzeit habe ich hier mal die Plattform gewechselt. Das, was ihr jetzt hier seht, ist nicht mehr PS5, das ist die PS4-Grafik. Das ist Standard PS4. Dass ihr das auch noch kurz seht, das läuft genauso mit 60 FPS, auch schon wie die Vorgänger auch. Allerdings eben jetzt nicht mit 4K, sondern eben in 1080 Auflösung. Aber ich muss sagen, grundsätzlich sieht es trotzdem doch ganz schick aus. Aktuelles Wetter ist jetzt hier eher so normal bewölkt, deshalb haben wir jetzt optisch jetzt nicht so viel zu sehen. Wir fahren hier übrigens im russischen Sotschi rum. Wetter ist noch ein Stichwort. Genau, es gibt wieder dynamisches Wetter mit verschiedenen Wetterlagen, mit verschiedenen Wolken, die auch vorbeiziehen. Und eben, es kann jederzeit auch natürlich anfangen zu regnen. Das ist ja auch so eine Problematik, wo man auch ein bisschen die Boxenstops planen muss, die ja natürlich auch wieder mit dabei sind. Dann wechseln wir nochmal zurück zur PS5, denn ich habe dazu noch einiges zu sagen zur Technik. Das erste, Ladezeiten auf der PS5, wow, ja, maximal wenige Sekunden und ihr seid auf der Strecke, also wirklich krass, man gewöhnt sich ganz schnell an diese minimalen Ladezeiten. Und das zweite noch, DualSense Controller, da habe ich noch gar nichts darüber gesagt. Leute, natürlich läuft das Ganze auch mit Controller sehr gut. F1 spielt sich sowieso immer auch mit Controller sehr gut, das muss ich sowieso immer wieder mal loben, dass man F1 gleichermaßen mit Lenkrad, genauso wie mit einem Controller, sehr, sehr gut steuern kann. Und beim DualSense Controller sind, ich sage jetzt mal, die erwartungsgemäßen Features mit dabei. Zum einen, die adaptiven Trigger werden unterstützt. Das heißt, ihr habt vor allen Dingen auf dem Bremspedal, also bei L2-Taste, wie mehr Widerstand beim Anbremsen. Das heißt, ihr merkt eben, wie bei einem Bremspedal, da ist mehr Widerstand. Außerdem gibt es schöne Rumble-Effekte. Also haptisches Feedback, das gab es ja schon beim DualShock auch schon, jetzt ist das Ganze noch ein bisschen verfeinert worden. Und wo es mir wirklich krass auffällt, ist es, wenn ihr auf Curbs fahrt und wenn ihr die Streckenbegrenzung vielleicht touchiert.
das merkt ihr auch auf welcher Seite, ob links oder rechts und ob sich die Seite da wechselt. Also ihr merkt genau, dass die Rumble oder dass die Vibration auch wandert im Controller zwischen links und rechts, ganz genau. Jetzt bleibt natürlich die große Frage, lohnt sich das Update? Lohnt sich F1 2021? Und ich würde sagen, wenn ihr den Vorgänger habt, F1 2020, dann lohnt sich's nicht so wirklich, weil das große neue Ding ist ja der Story-Modus. Und den finde ich jetzt keinen echten Kaufgrund, wie schon erwähnt. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Vielleicht steht ihr genau auf sowas und habt da richtig Bock drauf. Ich würde euch da nichts vorschreiben, ja. Aber für mich persönlich jetzt nicht. Solltet ihr allerdings jetzt F1 2020 nicht haben und ihr habt da Bock drauf, dann würde ich sagen, yay, das lohnt sich schon. Vor allen Dingen wegen den ganzen erwähnten Spielmodi, vor allen Dingen dem Team-Modus. Es macht nämlich richtig, richtig Laune, mit dem eigenen Team da anzutreten in der Formel 1. Das Rennspiel erscheint am 16. Juli 2021 und kommt eben für im Grunde alle gängigen Konsolen, also für die PlayStation 4, die PS5, für die Xbox One, für die Xbox Series X und S und natürlich für den PC. Wenn ihr eine Version kauft, habt ihr auch gleichzeitig die Next-Gen-Version gekauft. Also wenn ihr eine PS4-Version von dem Teil holt, dann kriegt ihr auch die PS5-Version und dasselbe auch bei der Xbox. Dazu, wie erwähnt, gibt es eine Deluxe Edition, zumindest eine digitale, wo ihr eben diese Fahrerlegenden dazu bekommt und ihr bekommt auch 3 Tage früheren Zugriff auf das Spiel. Das heißt, eine Deluxe Edition, die könnt ihr schon ab dem 13. Juli spielen. Und das ist jetzt mal alles von F1, dass ihr schon mal Bescheid wisst und mitreden könnt. Ich hoffe, es war informativ und ihr habt jetzt alle Infos parat. Lasst gerne ein Abo da, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video hier auf diesem Kanal. Macht's gut und gute Fahrt!